Endometriumkarzinom ist eine bösartige Entartung der Gebärmutterschleimhaut. Die macht sich häufig früh bemerkbar durch Blutungsstörungen. Betroffen sind allermeistens ältere Frauen, aber auch jüngere Frauen können vom Endometriumkarzinom betroffen sein. Man kann durch den Gebärmutterhalskanal eine Probe der Gebärmutterschleimhaut entnehmen. Die Operation kann häufig als ambulanter Eingriff stattfinden. Sie kommen dafür morgens ins Krankenhaus und können am frühen Nachmittag schon wieder nach Hause gehen. Es wird durch den Gebärmutterhals eine sogenannte Ausschabung gemacht und dieses Material wird vom Pathologen untersucht. Betroffen sind vor allem ältere Patientinnen. Es sind besonders gefährdet Frauen, die auch an einem Diabetes leiden, an einem Bluthochdruck oder auch an Adipositas. Also Patienten mit ausgeprägtem Übergewicht können auch vermehrt an einem Endometriumkarzinom erkranken.